Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen erstmal kurz was über mich. Ich habe ein kleines Büro hier um die Ecke auf der Oranienburger Straße. Habe Publizistik und BWL studiert in Berlin, als das Stichwort Medienwirtschaft noch nicht so richtig real war. Und das hat dann relativ schnell dazu geführt, dass ich erste Untersuchungen und Studien machte und führte dann am Ende zu Gold Media. Und Gold Media ist heute eine Gruppe von Firmen in Berlin und München, und wir machen Strategieberatung, Marktanalysen, Marktforschung, Social Media, Politikberatung und solcherlei Dinge. Also alles, was sich in diesem Bereich um Medien, Medienentwicklung, Medieninnovation, Medienökonomie bewegt. Und im Nebenbetrieb bin ich noch Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin am Institut für Publizistik und mache da auch Medienökonomie. So, und ich soll heute sprechen über agile Medien und agile Nutzer. Finde ich ein bisschen schwierig, erzähle ich aber gleich da was von. Erstmal wollte ich mit Ihnen ein kleines Ratespiel machen. Das ist ein Fotograf, James Mollison heißt der, und der hat vor Konzerten die Fans fotografiert. So, welcher Künstler ist das denn? Oder welche Künstlerin könnte es sein? Fast? Nein? Bitte? Bingo, der Kandidat hat 100 Punkte. Oh. Sehr gut. Fast? Sehr gut, die Dame da drüben hat 5 Punkte gewonnen. Nächste Frage, besonders schwierig. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diese Frage? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist einfach? Rosa. Take that, genau. Ja, steht doch schon auf dem T-Shirt drauf. Also das müssen wir dann. Deshalb müssen wir auch nach vorne. Wer so weit hinten sitzt, ist da schlecht berücksichtigt. Das ist auch wieder einfach. Nein, da war es doch schon. Iron Maiden, genau. Wer sind diese lustigen Burschen? Genau, da ist einer, der sich mit Musik auskennt. Alle anderen kannten das nicht, oder? Wer weiß, was Sex Pistols ist? Gut, okay, ich bin beruhigt. Bisschen schärfer? Shakira. Shakira, genau. Und die Herren? Rod Stewart. Trägt nicht so viel Tiger. Nee. Ich glaube, es handelt sich um einen männlichen Künstler. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Bravo. Tom Jones. Siegfried und Roy wäre so die gleiche Kategorie. Aber Sie merken schon, dass es bei Ihnen langsam stiller wird. Ja? Noch schwerer? Fast? Genau. Richtig, richtig. Was ich damit vermitteln will, oder ich frage mal andersrum, ist Ihnen was aufgefallen? Genau. Und warum das so ist, ist das, was ich die magische 30 nenne. Ungefähr mit dem 30. Lebensjahr stellen Sie Ihr Interesse an neuer Musik ein.
Also sie natürlich nicht, ja, und sie auch nicht, aber der Durchschnitt der Bevölkerung hört dann auf, sich für neue Musik zu interessieren, überspitzt gesagt, sonst gäbe es keine Oldie-Sender. Sonst wird niemand zu einem Bob Dylan-Konzert gehen oder Tom Jones irgendwie seit 40 Jahren großartig finden oder die Sex Pistols, ja. Haben Sie den Punk-Fan mit Gehstock gesehen? Ja. Also es gibt da irgendwo so eine Wahrnehmungsgrenze und die endet, oder ich sag mal, eine Interessensgrenze für Neues und die endet, oder die beginnt mit dem 30., 35. Lebensjahr. Und ich finde das einen ganz putzigen Gedanken, ja, dass man dann eigentlich sich dazu durchringen müsste, dass es irgendwann so eine Art, ja, Generation von Senioren gibt, die auf elektronische Musik stehen. Dass vielleicht mobile Medien vielleicht auch was anderes dann in Zukunft sein werden. Aber so ganz so abwegig ist das nicht. Also wenn Sie einmal habitualisiertes Verhalten sozusagen einüben und einmal gewöhntes oder gewohntes Verhalten tatsächlich für sich empfinden und als Gewinn empfinden, dann wird es schwierig, da rauszukommen. So die Theorie. Na gut, also das kann man jetzt weiterspinnen, aber das wird jetzt nicht spannender. Ich bin ja gebeten worden, über agile Medien und agile Nutzer zu sprechen und ehrlich gesagt, mir fällt es schwer. Also mir fällt es leicht, debile Medien zu finden und senile Nutzer, aber was agil bedeutet in dem Kontext, konnte ich mir nicht so richtig erklären. Also ich kenne vielleicht agile Software-Prototyping und solche Dinge, wo man da die Entwicklungsprozesse beschleunigt. Und dann kenne ich noch von Talcott Parsons, dem Urvater von Niklas Luhmann, dieses Agil-System, wo er versucht, Grundfunktionen zu definieren für soziale Systeme, die sozusagen sie erfüllen müssen, um sich selbst zu erhalten. Ja, dass man sich anpasst und adaptiert, dass man Ziele verfolgt, sich insgesamt eingliedert und Zusammenhalt fördert und auch insgesamt die Strukturen aufrechterhält. Und all diese Systeme sind dann untereinander nochmal wieder in diesem Agilsystem aufgeschlüsselt. Und vielleicht finden wir ja noch einen Ansatz, wie man das auf Medien und Nutzer beziehen kann. Ich versuche heute so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Ich komme eher von dem Thema Technologie und Wirtschaft, die dann am Ende auch auf die Nutzer auswirken und die Angebote für die Nutzer bereitstellen, die diese dann nachfragen. Und versuche da den Begriff der Agilität vielleicht ein bisschen hinterher zu hecheln. Deshalb, und das ist sozusagen eine Vorrede von mir, die ich fast immer gerne zum Anfang erstmal Ihnen aufs Butterbrot schmieren möchte, das sind die sogenannten Gesetze der Digitalisierung. Und das ist eigentlich das, was uns nach meinem Eindruck ständig vorantreibt. Das ist das, was oder die Nutzer, die Menschen, die Medien vor sich hertreibt. Das sind keine wahren Gesetze, also keine schriftlichen Gesetze, aber es sind so technologische Beobachtungen, die man verfolgen kann und die es immer wieder gibt. Und da liegt, glaube ich, der ganze Dampf und die ganze Dynamik drin. Das älteste und bekannteste ist das, dieses Gesetz hier, das stammt von Gordon Moore, dem Erfinder oder Gründer vielmehr von Intel. Und der hat vor über 40 Jahren festgestellt, dass die Zahl der Transistoren, die sie auf einer gegebenen Chipfläche vereinbaren können, sich alle 18 Monate verdoppeln ließ. Und dieses Moore'sche Gesetz, ja, führt dann dazu, dass man im Prinzip so eine Art exponentielle Wachstumskurve hat. Das nennt man diese Hockeystick-Kurve, die Hockeyschläger-Kurve, weil sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt. Und das hält auch noch immer weiter an und heutzutage sind wir da schon im Mikro- und Nanometer-Bereich und deshalb verdoppelt man mittlerweile einfach die Rechnerkerne, also die einzelnen Chips. Und deshalb gibt es Dual-Core-Prozessoren, Quad-Core,
Rechner, in der PlayStation ist ein 8-Core-Prozessor drin und Sie verstehen, wo es hingeht. Ja? Das geht auch weiter. Die nächste Entwicklung ist das, was man lange beobachten konnte, ist das, dass sich die Festplattenkapazitäten alle 12 Monate verdoppeln. Sie können immer noch beim Mediamarkt eine 2 Terabyte Festplatte kaufen für Ihre Fotosammlung für wie viel Euro akut? Wer kauft 2 Terabyte Festplatten? Niemand mehr, das ist nämlich alles in der Cloud. Aber Sie kriegen die für 59 Euro. Und 2 Terabyte, das wäre vor 10 Jahren noch der Stolz eines Chefs eines ordentlichen Rechenzentrums gewesen. Ja? Wir haben 2 Terabyte. So, ja? Dieses Gesetz ist im Prinzip ad absurdum geführt, weil das Problem gibt es nicht mehr. Ja? Speicherplatz ist Dropbox. Ja? Und insofern ist das Thema praktisch gelöst. Dann haben wir noch das Thema stationäre Bandbreiten. Also wenn Sie in einem belebten Gebiet wohnen und einen Internetanschluss wollen, dann kriegen Sie den heute zu ganz ordentlichen Konditionen. Und auch da gibt es eine Entwicklung. Also es gibt nicht nur VDSL mit 50 Mbit, sondern es gibt auch Kabelnetzprovider, die bieten mittlerweile 100 Mbit. Und die haben schon gesagt, wenn das mit der Drossel kommt, tatsächlich kommt, dann bieten wir auch gerne ungedrosselt 200 Mbit. In Frankreich ist das durchaus möglich, auch über DSL 200 Mbit zu bieten. Es gibt verschiedene Städte, München, Köln, Leipzig, wo ich das weiß, wo sie einen Glasfaseranschluss als Privatkunde mit 1 Gigabit bekommen. Das ist das Goldhammergesetz. auch die mobilen Bandbreiten verdoppeln sich ähnlich. Alle 12 Monate. Und ich habe in der Vorbereitung, habe ich hier an diesem Chart nochmal gebastelt und musste gerade diesen Pfeil erstmal weiter nach oben schieben. Wir sind mal angefangen mit GSM, kennt das noch jemand? Ja, das war dieses Steinzeitsystem was und so weiter. Dann gab es GPRS und Edge und dann kam irgendwann UMTS, was so als das Heilsbringersystem verkauft wurde, wo man auch endlich im Internet surfen konnte. Das wurde dann gesteigert mit HSDPA. Dann gab es LTE, das gibt es seit einem Jahr. Und letzte Woche konnte man lesen, hat Vodafone in Leipzig die erste LTE Advanced Funkzelle installiert mit 225 Mbit. Ja. Also das heißt, wir sind genau auf dem gleichen exponentiellen Wachstumskurs, der da auch noch anhält. Man könnte jetzt noch als nächstes dahin malen, es wird auch noch Wi-Fi-Netze geben, die dann noch mehr können oder noch schneller sind. Und da sind wir dann sozusagen auch auf diesem Pfad. So, und wenn ich das alles zusammenpacke, dann gibt es 2 Punkte. Erstens, wir können auf dem bisherigen Niveau stehen bleiben, so wie es ist. Dann wird es in 5 Jahren alles unglaublich billig sein. Ja, also das iPhone 3 wird in 5 Jahren wahrscheinlich 20 Euro kosten. Oder wir unterstellen, dass es da sozusagen eine weitere Entwicklung gibt und dann wird es einen Computer geben, wie auch immer der dann aussieht. Der könnte dann unendlich viel speichern, hätte einen 2-Gigabit-Anschluss und wahrscheinlich einen 64-Kern-Prozessor. Zum gleichen Preis von einem Galaxy S4 heute. Aber die technologische Entwicklung ist klar, das wird es geben. Und Eric Schmidt von Google hat immer gesagt, damit könnte man 85 Jahre Video sich anschauen. Ja, viel Spaß mit dem Rest Ihres Lebens, aber wir kommen in so eine Welt, wo wir eigentlich heute schon drin sind. Und wenn jetzt nochmal die nächsten Prozessorenkerne nochmal eine doppelte Rechenleistung bieten und nochmal die Bandbreiten sich verdoppeln, dann da kommen wir hin. Und das wird nicht so lange dauern. Es ist relativ klar, dass es passiert. Und das ist meines Erachtens viel agiler als die Medien und die Nutzer, diese technologischen Schübe. Und man kann das sehr schön sehen, also Apple hat das mal selber als Werbung gezeigt, ja. 2000 dieser Klotz und 2010 das kleine Kästchen. Und wir haben das mal weitergetrieben, auch noch 3 Jahre später. Da können Sie auch da sehen, ja. Die CPU hat sich nochmal um 0,5 MHz beschleunigt, der Speicher hat sich nochmal verdoppelt, die Auflösung nochmal verbessert. Der Speicherplatz insgesamt ist auch noch gestiegen.
In 3 Jahren. So, jetzt lassen wir uns einfach mal über 2017 nachdenken. Das ist jetzt nicht mehr so absurd weit weg. Oder 2020. Da ist eigentlich die Sprengkraft drin, in diesen Dimensionen. Und da glaube ich, ist also eigentlich die Spannung schon gegeben. So. Und das führt mich dann zu dem schönen Thema Disruption. Ich weiß nicht, ob Sie darüber schon mal gesprochen haben, aber ich finde das immer wieder herzig. Und es ist ein wirklich hochspannendes Feld, wenn man sich das dann anguckt, die Verzweiflung von den Unternehmen, die drinstecken. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Und es gibt einen sehr aparten jungen Herrn, das ist Clayton Christensen, Professor in Harvard. Und der hat eigentlich das mal wirklich ernsthaft untersucht und auch geprägt. Er hat ein wirklich tolles Buch geschrieben, heißt The Innovator's Dilemma. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und der hat das an der Festplattenindustrie mal durchgespielt. Der hat die gesamte amerikanische Festplattenindustrie untersucht und die ist 5-mal komplett ausgetauscht worden. Also alle Unternehmen weg und 10 neue Unternehmen rein und dann wieder alle weg und dann wieder 10 neue rein. Und das 5-mal hintereinander und ich glaube, im Moment sind wir wieder in dem Prozess. Also es gab mal 14 Zoll Festplatten und dann 8 Zoll Floppy Disk und 5 ein Viertel Zoll Floppy Disk. Kennt hier noch jemand? Hey. Schon mal gesehen? So in einem Museum? 5 ein Viertel Zoll Floppy Disk? Okay. 3,5 Zoll, 2,5 Zoll und jetzt gibt es ja eigentlich die Solid State Disks. Ja? Komplett neue Technologie. Zack, sind alle weg vom Fenster. Geht schnell. Und der hat das an dieser sozusagen auch an richtig harten Daten einmal durchgerechnet und kam dann zu diesem Buch. Und die Idee ist wirklich spannend. Also, Sie müssen das sich als Zeitreihenbetrachtung vorstellen. Ja, Sie haben auf der einen Seite die Performance, die Leistungsfähigkeit und auf der anderen Seite so eine Art Zeitentwicklung. Und dann gibt es oben die oberste, die Top-Nachfrage von den anspruchsvollsten Kunden und unten die unterste Nachfrage von jemand, der wenig Anspruch oder wenig Leistung braucht. Lassen wir es an der Festplattenindustrie festmachen, können Sie auch an vielen anderen Bereichen sehen. So, das ist jetzt, Sie sind das bestehende Unternehmen, 5 ein Viertel Zoll, Floppy Disk, bauen Sie den großartig, ja. In jedem zweiten Tower-PC ist Ihr Gerät drin und also wir machen Geld ohne Ende. Es gibt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und die sagt, ja, und wir haben da noch was und jetzt kriegen wir noch wieder ein bisschen mehr raus und so weiter. Und also es gibt so eine Art technologische Entwicklung und Sie wissen, Sie werden auch noch die Marktnachfrage der anderen bedienen. Und dann gibt es so eine kleine Bude mit so ein paar Jungs, die Idee haben von so einer kleinen Festplatte, 3,5 Zoll, mit so einem Plastikgehäuse, nicht mehr so einem wabbeligen Pappumrundung und die sind auch aktiv und dann sagt ihr Entwicklungschef, und jetzt ist die Zeitbetrachtung spannend, dann sagt ihr Entwicklungschef, kommt dann zu Ihnen, Sie sind der oder die Vorstandsvorsitzende dieses Unternehmens, ja, kommt da zu Ihnen an und sagt, ja, es gibt da diese 3,5 Zoll Floppy Disk mit Plastikummantelung und so weiter und wir haben die jetzt auch entwickelt und es ist eine spannende Technologie. Okay, also wie spannend ist die denn? Was kann die denn? Und dann sagt er, na ja, also ist ja noch alles Prototyp und Entwicklung und also ungefähr so ein Viertel von dem, was unsere Produkte im Markt jetzt können. Okay, ja gut, Prototyp. Aber was kostet das Ding denn? Also wenn er jetzt das so baut? Ja, also wir schätzen so 2-3 Mal so teuer wie das, was wir bislang im Markt haben. Aber es ist spannend, es ist spannend, es ist spannend. Und gut, aber hatten der Vertrieb mal mit den Kunden geredet? Ja, die waren alle schon unterwegs. Ja, die haben mit allen gesprochen. Und die haben gesagt, ja, 3-mal so teuer, kann nur die Hälfte, brauchen wir nicht. Ja. Und dann sagen sie auf Basis von glasklaren Informationen, ja, Top-Management-Entscheidung, das lassen wir. Ja. Wir bauen so einen Quatsch nicht. Braucht keiner, ist zu teuer und bringt nichts. Und das Problem ist nur, dass sich dann die Zeit weiterentwickelt. Und die Jungs in der
in der kleinen Firma denken, mit den 3,5 Zoll Dingern, da kann man doch sowas machen. Da könnte man dann auch so Laptops bauen, wo man dann diese Teile dann reinbaut und irgendjemand sagt, Mensch, Laptops, auch eine coole Idee, nicht nur Tower-PCs. Und dann fängt einer an, Laptops zu bauen und dafür braucht er dann diese kleinen Festplatten. Und dann sagt ein Kunde, wow, ist ja spannend, ja, kann ich ja das Ding mitnehmen. Und plötzlich gibt es eine Riesennachfrage. Und die Leistungsfähigkeit dieser kleinen Festplatten wird auch weiterentwickelt. Und plötzlich stehen sie ziemlich dumm da, weil der Markt ist ganz woanders und sie sind mit ihren 5¼-Zoll Harddisks irgendwie ganz am Ende und keiner braucht die mehr. Wir haben es alles gewusst. Ja, und dann sind sie draußen. Und das geht schnell. Also manchmal, im Moment ist das wirklich spannend, das geht zum Teil in 2-3 Jahren, zeige ich Ihnen kleine Beispiele, aber das ist ein schönes. Steve Sasson ist das. Und der war 26 Jahre alt und in der Entwicklungsabteilung bei einer Firma namens Kodak tätig. Und das ist das Jahr 1975. Und da ist er zum Management gegangen und hat gesagt, ich habe eine Digitalkamera entwickelt. Tschakka. Ja? Und mit der Digitalkamera, da braucht man nur noch diese Kassetten zum Aufzeichnen und dann haben wir diesen Mikrocomputer, der das dann alles digital umrechnet. Ja, heißt so schön Exerciser. Und dann kriegen wir hier ein schwarz-weiß Bild von meinem Sohn mit einer 600 Pixel Auflösung. Und dann haben die gesagt, Steve, bitte, wir machen Farbfotos, ja? Nicht so einen digitalen schwarz-weiß Quark. Ja? Wer braucht denn so eine Kiste? Steve, komm, wir machen was anderes. Wir machen richtige Fotos. Ja. Und das war die Zeit, wenn Sie mal gucken, da 1975 oder 1980, da hat Kodak 15 Milliarden Umsatz gemacht, 1 bis 1,5 Milliarden Dollar Gewinn. Ja, die haben sich Steve als Spaß gehalten, aber da hat natürlich keiner dran gedacht, dass das ein Markt wird. Kodak war eine Riesenfirma und hat, ich glaube, letztes Jahr Insolvenz angemeldet. Ja? 15 Milliarden Dollar Umsatz, 1 Milliarde Gewinn, insolvent. Und die haben es alles gewusst. Sie hatten sogar einen Entwickler, der das Ding irgendwie hingestellt hat. Ja? Auf Basis von glasklaren Managemententscheidungen. Wer braucht einen Exerciser mit so einem Bildschirm und so einer Kiste, um dann Schwarz-Weiß-Bilder zu machen? Ja. Und die Geschichte ist voll davon. Und ich glaube eben nicht, es sind die Medien, die da agil sind, sondern es ist eher die Technologie, die da agil ist. Nokia, Lieblingsbeispiel. Ja. Mittlerweile besenrein übergeben an Microsoft. Das kennen Sie noch, ne? Die waren noch groß und dann kam es so langsam zum Problem und da gibt es mehrere schöne Beispiele. Also die haben erstmal 2008 haben sie für 8 Milliarden Dollar einen Kartendienst gekauft, Navtec, und dann kam 2010 leider Google und hat Google Maps auf den Markt gehauen, kostenlos, und es hat glaube ich 3 Monate gedauert, dann haben sie ihre 8 Milliarden Investitionen erstmal auch kostenlos bereitgestellt. Ärgerlich so als fürs Management. War aber nicht so schlimm, weil sie hatten damals noch ganz ordentlich Geld verdient, aber 2010 wurde es dann langsam kritisch. Weil sie merkten, dass ihr Betriebssystem namens Symbian, kennt das, hat das noch jemand von Ihnen? Kennt das jemand noch? Nö, noch nie gehört. Also sie merkten, dass das nicht mehr so richtig taugt und für die nächste Generation auch nicht mehr so richtig super war. Also haben sie sich mit keinem geringeren als Intel zusammengetan und haben gesagt, wir machen ein neues, cooles Betriebssystem. MeeGo sollte das heißen. Weil wir brauchen jetzt ein interaktives, wirklich gutes Betriebssystem, was richtig tschakka ist. Und zur selben Zeit kam auch Android gerade auf den Markt. Aber Intel und Nokia sagten, naja, also Freunde, wir machen hier Handys und wir wissen, wie das läuft. Und ihr seid doch so eine Suchmaschine, oder wie war das? Und das sollte richtig viel können, also
Ja, das sollte für Netbooks funktionieren, für Tablets, für alles Mögliche, Set-Top-Boxen und so. Das war ein Riesenprojekt. Und das ist die Konzernzentrale von Nokia in Helsinki. Und dann konnte man lesen, dass 13.000 Leute, und davon die Hälfte, also 6.500, an Symbian bzw. Migo arbeiten, um das zu programmieren. Und wenn Sie das mal überlegen, 6.500 Leute, so ein guter Entwickler wird mit allem Pipapo und Nebenkosten vielleicht 100.000 kosten, mal 3 Jahre, kommen Sie so auf 2 Milliarden Euro Investitionen. Die haben 3 Jahre daran entwickelt. Und dann am Ende zu sagen, nee, klappt nicht so richtig gut, wir lassen das jetzt mal. Ja. Die wussten, ihr Betriebssystem ist Mist. Wir haben 2 Milliarden Dollar investiert, um ein neues Betriebssystem zu entwickeln, mit keinem geringeren als Intel, und haben es gedroppt. Ja. Und dann sind sie, das ist jetzt der Profit Share, also der Anteil an den Gewinnen. Ja, 2007 war Nokia noch bei 60% des Gesamtmarktes, was sie an Gewinnen eingefahren haben. 2011 war das bei null. Und was Other bedeutet, können Sie sich ausmalen hier. Da geht es um den Marktanteil an mobilen Endgeräten. Das geht jetzt bis 2012. Das ist natürlich Nokia. Und sie sind weg. Ein Milliardenkonzern, und dann dauert es ein bisschen, und dann das Einzige, was sie heute noch haben, sind die Karten. Die können sie heute noch verkaufen. Alles andere ist sozusagen freudig an Microsoft übergeben worden. Und könnte man sich überlegen, wie das denn so mit Microsoft weitergeht. Ja? Die haben jetzt noch ein Handyangebot dabei. Auch ganz spannend. Das ist der Betriebssystem-Weltmarkt von 1980 bis 2012 ungefähr. Das ist auch ganz toll. Also meine Wahrnehmung startet mit TAS 80, kann ich ja schon berichten. Ja. Meine jugendliche Prägung begann mit Commodore, aber sozusagen der Rest meines Lebens war immer Microsoft. Ich habe nur Microsoft, 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 Microsoft. Gucken Sie sich da an, was da seit 2010 passiert. Ja. Android und Apple haben innerhalb von 3 Jahren, das ist jetzt nochmal eine andere Aufbereitung, und jetzt geht es bis 2013, also bis zur Hälfte dieses Jahres, im Prinzip den kompletten Weltmarkt aufgenommen. Ja. Und das geht von 2010 bis 2013. In 3 Jahren rauscht Ihnen mal kurz 50% des gesamten Weltmarktes Ihre eigentliche Basis durch die Hände. Und die haben das alles gewusst bei Microsoft. Ja, Microsoft als Betriebssystem Windows Phone rausgebracht. Sie haben Nokia gekauft als riesen Handset-Hersteller. Sie haben das lizenziert, bis der Arzt kommt. Sie haben Tablets auf den Markt, alles. Ich überlasse es Ihrer Fantasie, sich auszumalen, wie das in ein paar Jahren aussieht bei Microsoft. Ist nicht einfach. Und na gut, ich gehe jetzt einfach weiter. Da passiert also was. Und ich glaube, da passiert viel mehr. Weil wir brauchen diese Angebote oder diese Produkte, um dann agil zu reagieren. Ja? Oh toll, ich kaufe mir lieber ein iPad. Und nicht ein Windows 8 Tablet. Da passiert eben meines Erachtens viel mehr. Und das führt mich letzten Endes zu dieser Frage, was ist eigentlich Diffusion? Und wie diffundieren eigentlich solche Produkte oder Dienste in den Markt? Und da kann man natürlich ganz viel klassische Theorie anwenden. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Also die Innovations- oder Diffusionskurve nach Rogers. Eigentlich ein Klassiker. Ja. Da kommen diese Begriffe Early Adopter und Late Majority und sowas her und Innovatoren. Und das ist sozusagen von Rogers mal so die Normalverteilungsentwicklung, wann sozusagen Produkte von welcher Art von Leuten gekauft werden. Und wenn sie es dann wirklich bis in den
wirklich erfolgreich sind, dann schaffen sie es auch irgendwann, die späte Mehrheit und die Nachzügler irgendwann zu erreichen. Ja? Okay, meine Mutter kauft jetzt auch noch ein Android-Smartphone. Die hat lange gewartet, bis sie das. Ja? Also Sie kennen auch diese Leute, die sagen, oder ich kenne die noch, die sagen, ich habe mein Handy nur zum Telefonieren. Ja? Man denkt so, der arme Mensch. Ja? Und dahinter die gelbe Kurve, das ist im Prinzip natürlich der Marktanteil von diesem Produkt oder letzten Endes auch das, was man Technologielebenszyklus nennt. Also Sie können das, wenn Sie dann in einem Unternehmen sind und das mal sich anschauen, können Sie dann relativ gut sehen, wann das Pferd sozusagen zu Ende geritten ist. Ja, bei den Automobilherstellern heißt es dann, okay, jetzt brauchen wir ein Nachfolgemodell. Ja, also nach 3 Jahren, wenn man merkt, der Absatz stockt so langsam, dann wird mittlerweile ein Refresh gemacht, dann kriegt der neue Blinker und eine neue Front und dann sieht das Auto wieder ein bisschen fescher aus. Und wenn man merkt, das ist jetzt so durch, dann kommt der nächste Wagen, um da eine neue Nachfrage zu starten. Und das nennt man im Prinzip den Technologielebenszyklus. Und diese Kurven, die sehen Sie immer wieder. Ne? Deshalb ist es so gut, dass Sie da hinten sitzen. Weil das zieht sich im Prinzip durch alle technologischen Innovationen durch. Und es wird, das ist mein Eindruck, immer mehr. Weil wir eben viel mehr Technik haben und viel mehr Endgeräte und viel mehr Bandbreite und viel mehr Speicherkapazitäten, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, solche Produkte auch anzubieten. Und auch die Zahl dieser Plattformen, die über 1 Milliarde Nutzer erreichen, in extrem kurzer Zeit wird immer größer. Durchschnittliche Austauschgeschwindigkeit, wie oft kaufen Sie sich ein neues Handy? Ungefähr? Alle 3 Jahre? Alle 2 Jahre? Okay. In Japan alle 6 Monate? Ja. Also, ja, nur um Sie in so ein. Und dann haben Sie komplett eine neue Plattform, die Sie schon durchgebracht haben. Und das ist früher oder lange Zeit, sagte man, durchschnittliche Verweildauer eines Fernsehgerätes mindestens 8 Jahre. Ja. Also insofern, da sind auch die Zyklen immer schneller geworden. Und das ist dann das hat McKinsey mal entwickelt, wenn Sie sozusagen eine Technologie mit Ihrem Technologielebenszyklus durchgehechelt haben, dann gibt es oftmals einen Technologiesprung, nennt man das. Also dann springt man von der einen auf die nächste Technologie. Vorhin bei Christensen mit seinen Festplatten konnte man das ganz gut sehen. Ja, da ist dann sozusagen wirklich auf eine neue Technologie gesprungen worden. Im Festplattenbereich ist es, wie ich gerade gesagt habe, sind es gerade Solid State Disk, SSDs. Die können am Anfang noch ein bisschen weniger, sind aber leistungsfähiger und deshalb günstiger. Und da sozusagen kommt sozusagen dann auch die immer ständig schnellere Weiterentwicklung dann zum Tragen. Und das kann man nicht nur an Technologien oder an Hardware sehen, das kann man auch an Produkten sehen. Das habe ich gestern noch gefunden, fand ich ganz hübsch. Das ist Google-Abfragen nach verschiedenen Computerspielen. Ja, Farmville, Angry Birds und Candy Crush. King, die Firma, die Candy Crush anbietet, bereitet derzeit ein IPO vor. Die wollen an die Börse gehen. Dieses Chart wurde gefeatured unter dem Motto, das sollten Sie sich lieber überlegen als Investor, ob Sie da noch reingehen, angesichts der Nachfrage für die anderen Spiele, die Sie da sehen und den neuesten Entwicklungen. Und da sehen Sie, wie schnell das geht und da kann man jetzt sozusagen nicht von Technologiesprung, sondern von Spielsprung sprechen. Und Tetris ist vielleicht das erfolgreichere Beispiel, weil es sozusagen dauerhaft erfolgreich ist. Aber das geht schnell. Ja. Im Prinzip haben wir da Hits, die dann durchgespielt werden. Und eine der Branchen, die das jahrelang sensationell beherrscht hat, wie ich fand, sensationell, war die Musikindustrie. Die haben erst, also das kann man ja mit Shellac-Platten anfangen und solchen Dingen. Dann kamen Vinylplatten und dann
immer dann, wenn sozusagen Peak erreicht war, ich habe das hier mit diesen roten Strichlein angemarkert, hatten die schon die nächste Technologie hinterhergeschoben. Ja, nach der LP plötzlich gab es Kassetten und als die Kassetten dann langsam aufhörten, gab es CDs und immer so. Ja. Und da, 1997, war der Peak von der Musikindustrie, was den CD-Verkauf anbelangt. Die haben damals, man kann sagen, sich scheckig verdient. Weil alle Leute nochmal ihre LP-Sammlung nochmal als CD gekauft haben und sozusagen da alles ersetzt haben. Großartig, sehen Sie auch an dem Wachstum. Und die waren nicht dumm. Es war nämlich auf der IFA 1997. Ich bin ganz stolz, dass ich das noch gefunden habe. Das fiel mir noch ein. Da hat die deutsche Musikindustrie in Zusammenarbeit mit T-Online, ja, einen Dienst rausgebracht, der hieß Music on Demand. Mit 70.000 Titeln, die sie direkt auf ihrem PC downloaden konnten über TISDN. Dauerte nur so 2 Stunden, um das irgendwie zu laden. Und dann konnte man es selbst auf eine CD-ROM brennen. Die haben es alles gewusst. Die haben es sogar angeboten. Da gab es ein Produkt. 70.000 Titel. Ja. War ein bisschen problematisch, weil 2 Stunden runterladen ist natürlich nicht so lustig. Ja. Denken Sie an Bandbreiten, ja? Wachsende Bandbreiten und solche Dinge. Und noch unlustiger fanden das die Majors, also die Hauptsitze von den Companies in Amerika, und die haben gesagt, das lasst ihr bitte mal wieder, und dann wurde der Dienst schnell wieder eingestampft. Und naja, das Rote hier ist sozusagen der Schritt dann danach. Ja, zwar hat man dann digital entwickelt, aber im Prinzip hat man von 97 bis 2017 10 Jahre verloren. Wir haben es alles gewusst, wir haben es alles gesehen. Wir haben es sogar gemacht. Wer war jetzt agil? Die Industrie? Ich glaube, in dem Falle waren die Nutzer ein bisschen agiler und sie hatten plötzlich auch die Möglichkeiten, sich was zu besorgen, was vorher nicht ging. So, also Sie sehen, wir bewegen uns immer in so Technologieabläufen und Technologiezyklen. Und es gibt da eine Firma, die heißen Gartner. Die haben das mal ganz schön auf den Punkt gebracht, die nennen das den Technology Hype Cycle. Und die bringen mittlerweile jedes Jahr ungefähr 40 Hype Cycles raus, wo sich deren Analysten alle zusammensetzen und sagen, ja, was gibt es denn für neue Technologien? Und dann auch unterschiedlich nach, also Social Media Hype Cycle gibt es genauso wie ein Hype Cycle für Broadband Technologies und so weiter. Aber die haben sich das lange angeschaut und haben so eine Art Theorie entwickelt, wie man das begreifen kann. Und zwar am Anfang gibt es sozusagen einen wachsenden Erwartungshorizont, wo man davon ausgeht, dass sehr viel Potenzial in einer neuen Technologie steckt. Dann gibt es sozusagen den Peak, also die Spitze der Erwartungen, wo alle sagen, das ist riesig. Ja. Denken Sie Internet 1998, super Sache. Dann das Tal der Enttäuschung und dann sozusagen langsam der Anstieg wieder zum Plateau der Produktivität, also da, wo man dann tatsächlich merkt, okay, da kann man was mitmachen. Und es geht im Prinzip einerseits um Technologien und andererseits um die Frage, wie die verortet, benutzt oder nutzbar sind und welche Erwartungen dahinter stecken. Und ich habe Ihnen jetzt hier den Hype Cycle vom letzten Jahr für Emerging Technologies mitgebracht. Und die unterscheiden nochmal sozusagen hier unten in den Entwicklungsschritten. Also sozusagen, es dauert noch 2 Jahre, bis es tatsächlich dahin kommt, oder 2 bis 5 Jahre oder 5 bis 10 Jahre und so weiter. Aber einige von den Dingen kommen Ihnen wahrscheinlich schon bekannt vor. Ja, virtuelle Welten hier, gerade im tiefen Tal der Enttäuschung. Wie hieß das noch? Second Life, genau, Second Life, ja. Tiefes Tal der Enttäuschung.
Aber irgendjemand wird wahrscheinlich dafür nochmal eine neue Idee haben. Und biometrische Authentifikationsmethoden wie hier, ja. Das neue iPhone hat mittlerweile einen Fingersensor, also einen Sensor für den Fingerabdruck. Da geht es schon los. Und umgekehrt, hier auf der linken Seite sehen Sie eine Menge an Sachen, wo man mittlerweile sich fragen kann, wie lange das noch dauert und was davon tatsächlich relevant ist. Crowdsourcing, Big Data, Gamification, HTML5, 3D-Drucker, alles Dinge, wo gerade sehr viel drüber geredet wird, aber wo es noch nicht so weit ist. Aber man kann schon sagen, das dauert wahrscheinlich 2 bis 5 bis 10 Jahre, bis das dann in der Breite ankommt oder eben auch vorher abschmiert. Kann auch sein. Ich habe jetzt neulich mal entdeckt, dass eine Befragung aus dem Non-Liner-Atlas oder Onliner-Atlas aus dem Jahr 2005. 8 Jahre her. Ja. Die Frage war, was würden Sie sich denn wünschen vom Internet der Zukunft für das Jahr 2010? Ja. Kostenloser Internetzugang? Ja, in Berlin 30 Minuten Free Wi-Fi, okay, das geht. Jederzeit und überall hin kostenlos telefonieren können? Check. Ja. Fernsehprogramme auf Abruf? Check. Jeden Musiktitel sofort online finden und kaufen können? Check. Ja. On-Demand Spielfilme, Videothek im Internet, in der man Spielfilme downloaden kann? Check. Sie können es durchgehen. Ja. Das waren damals, also 8 Jahre her, alles Fantasien von Technikfreaks, alles da. Und das Interessante ist immer, dass diese Fantasien meistens schon viel länger vorhanden sind, bis dann die Technik so weit ist, dass es auch möglich wird, also kostengünstig, vernünftig möglich wird. Und dann plötzlich werden auch die Nutzer agil und nutzen es. Wir haben gerade noch vorhin über Pandora geredet. Also ich habe 1998 habe ich ein Buch geschrieben über, das hieß Rundfunk Online, Radio und Fernsehen im Internet. Und habe mich da mit dieser Frage beschäftigt, was wird denn das einmal sein oder was kann man da machen mit Internet und Radio und Fernsehen. Und mein Fazit war, naja, eigentlich ziemlich cool ist doch, wenn man ein personalisiertes Internetradio oder einen personalisierten Internetfernseher Angebot hinbekäme, übers Internet, gestreamt. So, war eigentlich relativ schlüssig, gab es auch damals schon so Piloten und solche Projekte. Und ich bin da relativ viel mit rumgefahren und habe darüber Vorträge gehalten und alle Leute aus der Radio- und Fernsehbranche damals sagten, ja, der Herr Goldhammer, das ist ein bisschen Gaga und so. Und dann kam der Zusammenbruch dieser ganzen Internet-Bubble und dann sagten, na, sehen Sie, das war doch Quatsch. Ja. Und dann kam plötzlich Last.fm und Pandora in Amerika und jetzt haben wir Soundcloud und Spotify und all diese Dienste und ja, also wir bewegen uns langsam dahin. Es hat sicherlich 10 Jahre länger gedauert als die Fantasie, aber diese Sachen sind, glaube ich, heute zumindest, wenn sie mit einem Tablet oder ein Laptop umgehen können, durchaus praktikable Angebote. Deshalb, und ich habe das ja gerade ganz bewusst gesagt mit den Tablets oder den Smartphones, ich nehme mein Handy nur zum Telefonieren. Markt findet immer nur da statt, wo auch die Endgeräte vorhanden sind, um etwas zu nutzen. Oder Innovation, Diffusion oder neue Angebote gibt es nur dann, wenn man auch die entsprechenden Geräte dafür hat, das zu nutzen. Das klingt manchmal so plump, aber das ist gar nicht so plump. Leo Kirch hat mal versucht, digitales Fernsehen in Deutschland einzuführen. Da hat eine Setup-Box noch um die 1.000 Euro gekostet, nur um digitales Fernsehen zu sehen. Das war ein Problem, weil 10 oder 100 Kunden kosten die einfach mal 100.000 Euro. Meine These ist, dass es bald gar keine Set-Top-Boxen mehr gibt, weil die sowieso in den Fernsehern im Prinzip als Software integriert ist. Weil auch die meisten Fernseher heute schon Speicherplatz, Internetbrowser,
relativ langsamen Chip haben und wo sie sowas alles drüber lösen können. Und wir sehen eine irrsinnige Menge an neuen Endgeräten auf den Markt kommen. Ich habe also selbst gegenüber der Situation vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, es wird immer mehr. Dann gibt es das iPad Mini und ja, dann wahrscheinlich noch das iPad MIDI und noch 37 andere Endgeräte dazwischen. Also es explodiert nahezu in jeglicher Form und mit wahnsinnig vielen Diensten und Zusatzdiensten, wo ich mich immer frage, wer da noch durchsteigt und wer sich in HBBTV einfriemeln möchte, um oder sein Smart-TV-Gerät dann auch ordentlich bedienen kann, um dann darüber noch entsprechende Dienste abzurufen. Also ich glaube, da haben wir immer wieder das alte Thema Usability, aber da kommt immer mehr Dienst und Dienstemöglichkeiten auf uns zu. Ja, und Sie fragen sich vielleicht, wie kriegt er wieder die Kurve zu den Nutzern? Kriege ich jetzt? Die sind nämlich dann da, und da komme ich auch wieder zu unserem Anfangspunkt zurück. Wir haben ja gesehen, ich finde, es gibt keine, oder es ist schwierig sozusagen, alle Menschen mittlerweile über einen Kamm zu scheren und zu sagen, die Nutzer oder die Menschen sind so und so. Ja, Sie haben die Tom Jones-Fans gesehen und die Sex Pistols-Fans gesehen. Das sind schon sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und ich habe auch meine Zweifel an diesem Begriff der Digital Natives. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich habe schon durchaus sehr, wie soll ich sagen, unnative unter 30-Jährige gesehen, die relativ wenig mit digitalen Diensten zu tun hatten oder haben wollten, und umgekehrt hochagile 60-Jährige, die da ziemlich tief im Thema sind. Also ich finde es immer schwierig, Soziodemografie mit Verhalten zu matchen. Ich glaube, das ist immer schwieriger und wird immer weiter irreführend sein. Ich habe das hier neulich entdeckt und ich finde das immer, also diese Vorstellung finde ich spannend. Ja? Wir sind sozusagen eine, freundlich formuliert, ja, Mature Society. Diese Alterspyramide rechts, das ist ja gar keine Pyramide mehr, sondern so eine Art ausgefranster Weihnachtsbaum. Aber schauen Sie sich das mal links an, ja, wo sozusagen 50% der Bevölkerung unter 30 ist. Ja, also Sie sind ja sozusagen eine kleine verlorene Schar hier, ja, gegenüber der, also den Massen an Rentnern, die durch die Welt geistern. Und stellen Sie sich das mal umgekehrt vor. Also wie wäre es, wenn 50% der Bevölkerung in Deutschland unter 30 wäre oder unter 20 wäre? Die sind ja zum Teil durchschnittlich, also es ist schwer vorstellbar. Ja, ja. In Afrika haben wir jetzt herausgegeben, dass 50% der Bevölkerung unter 20 wäre. Ja, genau. Eine Theorie, warum dieser ganze Aufruhr in den arabischen Staaten losgegangen ist, weil die alle mit Twitter und Facebook umgehen konnten und die älteren Politiker noch nicht mal wussten, was es ist. Ja. Das sind aber auch nur einmal passiert, muss man sagen. Aber die Vorstellung, wie viele Schulen wir dann bauen müssten und wie viele Spielplätze und wie viele Universitäten und Kindergärten, also das würde diese Gesellschaft sich gar nicht vorstellen können. Ja? Gigantisch. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Also heute 40% der Deutschen, 42% sind über 50. Das ist jetzt mal nicht der Weihnachtsbaum oder diese Alterspyramide, sondern ich habe Männlein und Weiblein aufeinandergelegt. Und sozusagen nach Alterskohorten 10, 20, 30, 40, 50, 60 nebeneinander gerechnet. Und dann können Sie sehen, es gibt 8% der Bevölkerung ist zwischen 0 und 10. 22%, also wir sind 30% sind unter 30. Ja? Und wenn man das jetzt, da gibt es sehr schöne Forecasts, weil mehr Leute als geboren werden, werden dann auch nicht älter. Sodass man sagen kann, dass 2020 es 47% sein werden. Also jetzt, Sie sehen einfach nur, dieser Bauch, der wandert immer weiter nach rechts. Und 2030, was in 15 Jahren ja ist, werden 50% der Deutschen über 50 sein. Wird man hier auch dann zusätzlich mal älter? Nee, wir werden weniger. Also insgesamt, die Grundgesamtheit sinkt hier von 81 auf 77 Millionen. Sage ich jetzt mal, zunehmend, dass Kinder
Kinder, die jetzt geboren werden, zunehmend älter werden, weil sie dann erst mit 90, 95 oder 100 versterben, weil die medizinische Versorgung so gut ist? Sozialverträgliches Frühableben wird immer schwieriger, in der Tat. Ja. Und in der Tat, also die Lebenserwartung von jetzt geborenen Mädchen liegt, glaube ich, bei knapp 100 Jahren. Ja. Und sie müssten so, ich schätze mal, 85 werden. Früher waren wir ja beide schon wahrscheinlich tot. Früher waren wir tot, ja, aber jetzt leben wir noch. Und also ich gebe die Hoffnung nie auf, dass ich zumindest den statistischen Durchschnitt erreichen werde. Das ist für mich 75. Aber eins finde ich ganz spannend. Es hieß ja immer, ja, die Alten sind so reich und die haben so viel Geld und die kriegen so viel Rente und so weiter. Und ich habe mal neulich das versucht zusammenzurechnen nach Daten des Statistischen Bundesamtes. Und auf der linken Seite sind die 15- bis 49-Jährigen und auf der rechten Seite die über 50-Jährigen. Und ja, die Kaufkraft bei den 15- bis 49-Jährigen ist geringer, ist höher. Aber wenn Sie es umrechnen auf die Kaufkraft pro Einwohner, also das, was die Leute ausgeben können, haben Sie praktisch deckungsgleiche Zahlen. Und warum kommt das? Also klar, bei den Jüngeren ist sozusagen die Kaufkraft geringer, weil sie sind in der Ausbildung, im Studium, da verdienen sie nicht so viel Geld. Also ist da sozusagen in der Phase 10 Jahre passiert nicht so viel. Und umgekehrt bei den über 50-Jährigen, dann sind irgendwie Mitte 50 die Kinder aus dem Haus und das Haus ist abbezahlt und dann kann man sich was leisten und dann hat man ja irgendwie die höchsten Einkommensquoten und da kommt was zusammen. Aber mit 65 gehen die Leute in Rente und dann macht es plötzlich puff. Und dann sind ganz viele wieder auf dem Niveau wie die Studenten oder Leute, die ganz früh in ihrem Berufsleben stehen. Und dann egalisiert sich das. Also wir haben gar nicht so viele reiche Rentner, die durch die Weltgeschichte rennen und Mallorca erobern. Ja, gibt es auch. Aber wenn Sie sich das im Durchschnitt angucken, sind sozusagen, da gibt es auch viele gut verdienende jüngere Menschen oder schlecht verdienende ältere Menschen. Offensichtlich ist die Kaufkraft im Mittel gar nicht so unterschiedlich. Habe ich neulich mit einem Menschen von so einem Fernsehsender gesprochen, der Zielgruppe 50 bis 64. Und der sagte, ja, aber bei uns sind die Superverdiener. Aber ich weiß natürlich auch, dass das danach nicht so richtig gut wird. Also so schlecht sind die jungen Leute gar nicht gestellt. Und das machen wir nicht. Es gibt ja ganz selten so Untersuchungen, die mal herausarbeiten, was die Leute eigentlich wollen oder was eigentlich wirklich auf der Agenda steht. Oder wenn, dann sieht man es selten, sagen wir es mal so. Ich glaube, also bei Bill Clinton zum Beispiel, dem ehemaligen US-Präsidenten, war das so, dass der keine programmatische Rede gehalten hat, die nicht vorher getestet worden ist auf die Kernaussagen. Und wenn der nicht 75% Zustimmung hatte zu den Kernaussagen, dann hat er es gelassen. Weil nur wenn sozusagen die Mehrheit es großartig findet, dann kann niemand anders sozusagen ihn übertrumpfen. Das war eigentlich eine ganz schlaue Taktik und ich glaube, dass manche professionellen Politiker das heute auch machen. Und das ist eine Untersuchung, die hat Allensbach gerade veröffentlicht, ja, was der deutsche Staat verbieten sollte, haben die gefragt. Was denken Sie, was der deutsche Staat verbieten sollte? Harte Drogen, ja, Klonen von Menschen, Rechtsradikale, ungesunde Lebensmittel, weiche Drogen und Gewalt. Na, da Gewalt wird schon schwierig. Was die Mehrheit okay findet, ist Pornografie, Glücksspiel, hochprozentiger Alkohol, über 130 Stundenkilometer auf Autobahn und Sterbehilfe. Und da merkt man, dass manche Parteien dann offensichtlich auch gegen sozusagen Volkeswille, wenn der sich denn da tatsächlich äußert, agieren. Ja, eigentlich müssten nur alle sagen, super, Sterbehilfe, unser Thema, wenn praktisch 80% der Leute pro Sterbehilfe sind. Was jetzt nicht so ganz, bitte? Besoffen auf der Autobahn ist auch eine Form von Sterbehilfe, ja, oder eine Art von Glücksspiel. Aber das scheint den Leuten zumindest eine wichtige Aufgabe in staatlicher Hinsicht zu sein. Und
Das ist noch eine andere Studie, die ich noch entdeckt habe von dem BAT Freizeitmonitor, auch von diesem Jahr. Was machen Sie in Ihrer Freizeit regelmäßig? 96% Fernsehen, 88% telefonieren, 88% Radio hören, 75% Zeitungen und Zeitschriften lesen, 71% Gedanken nachgehen, 71% mit der Familie beschäftigen, 67% über wichtige Dinge reden, ebenfalls 67% Zeit mit dem Partner verbringen, ausschlafen, sich in Ruhe pflegen, Computer, E-Mail, Kaffee trinken, faulenzen, Internet, spontan tun, wozu man Lust hat. Jetzt kann man natürlich fragen, das ist immer das Problem bei solchen Erhebungen, wonach haben die alles nicht gefragt? Ja? Glücksspiel, Pornografie, und, ja, Sie wissen schon. Aber offensichtlich, wenn die Leute Zeit haben, dann guckt man lieber Fernsehen, als irgendwelchen Gedanken nachzuhängen. Ja? Oder telefoniert. Und das erscheint mir sogar nachvollziehbar oder plausibel. Und deshalb sind wir dann doch wieder bei den Medien, in der Mediennutzung. Und da kann man mittlerweile sehen, dass die Mediennutzung enorm auseinanderbricht. Das ist die schöne Langzeitstudie Massenkommunikation, wird alle 5 Jahre erhoben, zuletzt 2010. Und links sind die Altersgruppen, ja, 14, 30, 50 und so weiter. Fernsehen, Radio hören, Zeitung, Internet online. Und ich hebe nur 2 Sachen raus. Die durchschnittlichen 65-Jährigen gucken im Schnitt 5 Stunden Fernsehen pro Tag. Ja? Und wenn Sie sagen, ja, aber meine Eltern tun das nicht, weil die sind ja, hyperaktive Internetnutzer, dann muss es mindestens einen Rentner geben, der 10 Stunden am Tag guckt. Und die armen 14- bis 29-Jährigen, ja, nutzen im Schnitt 2,5 Stunden am Tag das Internet. Und für jeden, den Sie kennen, der das sagt, ich gehe da nicht rein, gibt es irgendjemanden, der 5 Stunden am Tag vorm Internet sitzt? Ja, bitte, Sie sitzen davor. Oder Sie nutzen es nicht? Okay. Ist das so der Schnitt, wo Sie auch sagen würden, ja, das bin ich, 2,5 Stunden oder 5? Okay. Wenn der Laptop offen ist und theoretisch das Internet an ist, ich glaube, da ist deutlich mehr. Aber aktiv, ja, glaube ich, so. Das ist auch noch eine schöne Untersuchung. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Eine meiner liebsten Untersuchungen immer die Inselfrage. Können Sie sich ein Leben vorstellen ohne? Ja? Und dann haben wir oben wieder die Altersgruppen, 14 bis 29, 30 bis 49, 50 bis 65, 65 und älter. Und dann Internet, Fernsehen, Bücher, Radio, Zeitung, Handy. Ja, Ergebnis, ein Leben ohne Zeitung und Fernsehen können sich 65 und älter nicht vorstellen. Ein Leben ohne Internet und Handy können sich unter 30-Jährige nicht vorstellen. Mit 30 stellen Sie Ihr Interesse an neuen Medien, Inhalten und Angeboten langsam ein. Nein, ich nicht. Ich bin der Hochagil. Ich werde dann auch mit 60 noch 8 Stunden Facebook aufhaben. Ja? Und exakt das findet gerade statt. Aber da komme ich auch noch gleich zu. Und wenn man sich das anguckt, wo findet denn da die Mediennutzung statt? Das bricht mittlerweile extrem auseinander. Das sind jetzt die 14- bis 29-Jährigen bei der Frage, was nutzen sie zur Meinungsbildung für politische Themen? Tagesschau, ja. Dann kommt Spiegel Online, Google, Web.de, NTV-Nachrichten, Facebook, Bild-Zeitung, N24, RTL und Freunde. Ab 60, Tagesschau, ZDF heute, ARD-Nachrichten, ZDF-Nachrichten, regionale Tageszeitung, ARD, Anne Will, Maybrit Illner und Tageszeitung.
Ja? Ich sehe große Gräben und ich sehe da auch ein extremes Auseinanderbrechen, was dieses Nutzungsinteresse und Nutzungsverhalten anbelangt. Kennen Sie alle, Durchschnittsalter der öffentlich-rechtlichen Sender liegt über 50. Durchschnittsalter bei Sat1 51, bei RTL 46, bei Pro7 35. Der Bayerische Rundfunk, Durchschnittsalter der Zuschauer 64. Durchschnittsalter. Ja. Ich springe jetzt ein bisschen drüber weg, aber eins ist klar, es gibt da sozusagen... Aber ganz kurz, ich ja, bitte. Noch mal eine Frage. Wenn wir das jetzt über einen Zeitspann sehen und sagen, okay, waren die 14- bis 21-Jährigen früher genauso viel vom Fernsehen wie heute oder weniger, weil das ist ja die zweite Aussage. Wenn du gesagt hast, ab 30 verändert sich das Verhältnis, dann müsste ja gewesen sein, dass man früher vielleicht weniger geguckt hat. Ach so. Und differenzieren sich nicht nur die Medien, dass man eben halt heute auch im Internetfernsehen guckt und das vielleicht gerade statistisch nicht erhoben wird? Ich springe ein bisschen, um diese Frage zu beantworten. Ich habe dazu immer früher gesagt, es gibt die sogenannte Kohortentheorie. Und die kommt meines Erachtens so langsam an ihr Ende. Also, dieser junge Herr dahinter, kennen Sie den noch? Wer könnte das sein? Psst. Ja, haha. Gut, ich habe den auch nur als Beispiel genommen, weil ich davon Bilder aus verschiedenen Altersgruppen gefunden habe. Also, 1984 war Herr Fischer noch ein junger Knabe und in der Zeit lasen 71% der 14- bis 49-Jährigen täglich Zeitung. Heutzutage ist das praktisch noch genauso. Ja. Herr Fischer ist noch ein bisschen dicker geworden, aber diese Fortschreibung von eingenutzten oder eingewohnten Verhalten, die kann man sehr schön sehen und das ist die Kohortentheorie. Das haben sich die Zeitungsverleger immer so als, ja, das wird schon, ja, ja und so. Ja, also Sie haben hier die, ja, das war Herr Fischer in jungen Jahren, das war Herr Fischer mit 20 bis 29, Herr Fischer mit 30 bis 39, ist er natürlich nicht. Herr Fischer mit 40 bis 49. Das Problem ist natürlich das hier, ne? Dass die heute nur noch zu 40% überhaupt Zeitung lesen. Ja. N24, Freunde, Google, Web.de. Ja. Das habe ich immer erzählt. Aber wenn man sich mittlerweile die Daten genauer anguckt, das stimmt gar nicht mehr. Denn auch bei den Älteren gibt es in den letzten 10 Jahren einen signifikanten Rückgang. Die gehen nämlich auch mittlerweile zu Facebook und Google und so weiter. Ja? Das größte Problem ist doch, dass mittlerweile die am schnellsten wachsende Zielgruppe bei Facebook über 45 ist. Und wer will mit seiner eigenen Mutter befreundet sein? Ja? Und ja? Aber das ist eigentlich das Frappierendste, dass sogar bei den 50 bis 69 und 60 bis 69-Jährigen auch die Nutzerzahlen wegbrechen. Die abonnieren das Zeug auch nicht mehr. Und das ist eben nicht nur Demografie, sondern da kommen ja immer noch ziemlich viele Generationen, also ziemlich viele anwachsende Generationen nach. Also das heißt, auch da bricht es weg, das heißt, es ist im Umbruch. Und das ist eine Untersuchung aus den Mediaperspektiven, die sagen, ja, im Fernsehen ist das nicht. Fernsehen ist frei von Kohortentheorie und Kohorteneffekten. Alle Leute gucken durch die Bank Fernsehen, ohne Ende. Ja? Wir kommen diese Woche noch mit einer Studie raus, wo wir auch das so ein bisschen anzweifeln. Weil auch da kann man mittlerweile sehen, dass die Sehdauer sich deshalb nicht verändert, weil die jüngeren Leute, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, die nicht mehr Fernsehen gucken, sondern im Internet unterwegs sind und über YouTube schauen, wegbrechen aus der Erhebung und damit nur noch die Älteren da sind, die 5 Stunden am Tag Fernsehen gucken, deshalb haben die eine stabile Sehdauer. Und sagen, tschakka, alles ist stabil, alles bleibt so, wie es ist. Schön, dass die wenig Gucker alle weg sind und im Internet unterwegs sind. Und insofern gibt es gar nicht mehr diese Kohortentheorie oder kann man das gar nicht mehr so richtig zusammenfassen. Kann ich einmal ganz kurz? Immer, bitte. Der Neugierde, der Berg, A
Aber ist das denn nicht ein reines definitorisches Problem, was wir haben? Weil Fernsehen nennen wir jetzt natürlich nur Rundfunk. Aber wenn ich jetzt Studenten befrage und die sagen, ja klar, gucke ich noch Fernsehen, aber ich gucke es nicht mehr auf dem Fernseher, sondern ich gucke es im Internet oder ich gucke eine Serie oder ich downloade etwas, dann müsste man doch rein theoretisch die nächste Untersuchung machen und sagen, dann fällt das per Definition, muss die Definition von Fernsehen vielleicht neu definiert werden. Ja, weil Fernsehen dann nicht mehr nur Rundfunk ist, sondern auch Telemediendienste, die zusammengefasst werden müssen, weil die gucken dann ja doch noch die Serien, aber nur auf anderen Endgeräten, in anderen Gesetzen, Telemediendienste. Absolut richtig, absolut richtig. Würde ich auch unterschreiben. Also deshalb versucht ja auch die GfK-Marktforschung in Zukunft auch die Online-Nutzung zu erfassen. Meistens, da sind wir wieder bei der Disruption, meistens führt das dann aber zu einem Austausch der Anbieter. Ja. YouTube, Netflix, Watchever, was auch immer, wird da sicherlich einen starken Aufschlag haben. Und im Audiobereich, sowas wie iTunes oder Spotify, hat dann plötzlich eine Marktmacht, die es vorher nicht gab und die alten Unternehmen auch nicht mehr mitgehen können. Aber wird es dann Monopolisierung gehen? Nee, oder es geht eher so, dass man mittlerweile, sind die Serienformate ja rechtlich gekoppelt, auch auf unterschiedlichen, mal kann ich bei Apple, mal kann ich bei Whatever gucken und so weiter und so fort. Das heißt, nee, das Spannende wird sein zu sehen, wie stark alte oder bestehende etablierte Unternehmen damit überhaupt klarkommen und überhaupt noch in diesen Markt dann sozusagen jetzt mal 10 oder 20 Jahre weitergedacht, überhaupt noch eine Rolle spielen. Ja, die werden noch existent sein. Aber wir haben, Zeitungssterben gibt es ja schon, ja, also von der Financial Times angefangen. Das wird ja noch munter weitergehen. Also insofern, da sind sozusagen die Nutzer wieder... Aber die Zeitung an sich wird nicht aussteigen, also die Zeitung an sich wird wahrscheinlich, weil Digitalzeitungen sind ja auch Zeitungen, wird nicht aussterben, sondern es wird sich vielleicht dem Technologiezyklus dann anpassen und andere werden die Marktmacher sein, oder? Das ist durchaus beobachtbar immer wieder, ja. So, also, zu meinem Fazit. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich fand das wirklich klasse. Ja? Wenn man sich das so genauer anguckt, wer das da alles ist. Ich habe jetzt leider nicht mehr den Herrn mit dem Gehstock rausgepickt, aber das ist schon schwierig. Und da gibt es so viele Facetten von Menschen- und Mediennutzung. Und der eine hat schon wieder die Nase voll von Facebook und sagt, Snapchat ist der Kracher und meine Fotos tausche ich nur noch über Line aus oder über was auch immer. Und trotzdem, man kann es natürlich noch sehen, es gibt eine unterschiedliche Mediennutzung, die mit eingeübtem Verhalten zusammenhängt, Gewohnheiten, Nutzungsmustern, Tradition und solchen Dingen. Aber man darf das echt nicht unterschätzen, also was da an Dynamik entsteht. Und diese Vorstellung, dass gerade nur die jungen Menschen immer nur diejenigen sind, die neue Technologien benutzen, muss ich Sie leider enttäuschen. Gerade das iPad ist for old people. Ja? Das ist ich hab gerade meine Mutter auf ein iPad migriert. Ja? Ich möchte mal wetten, Sie haben noch nicht mehr eins. Ja? So, böse gesprochen. Ja, ist doch so. Und zwar, da geht es dann wieder um Preis und Kosten. Aber in 3 Jahren kosten die Dinger vielleicht 150 Euro. Ha, dann werden sie verschenkt von Amazon. Und dann haben wir alle eins. Und dann sieht das wieder anders aus. Dann gibt es wieder sozusagen den umgekehrten Weg. Aber im Moment ist es sozusagen immer noch eine sehr differenzierte Entwicklung. Und wie gesagt, die größten wachsenden Nutzerzahlen von Facebook in Deutschland sind bei den über 45-Jährigen. Also, Fazit, digitale Gesetze, ja, und diese technische Leistungsfähigkeit, die induziert eigentlich erst die Beweglichkeit bei den Nutzern und bei den Medien, ob sie wollen oder nicht, denn das Disruptive ist nicht so lustig und es gibt eine Menge an Printverlegern, die derzeit schwer damit hadern, obwohl sie seit 10 Jahren wussten, dass da was passiert. Es ist nicht einfach, in diesem Wandel zu bestehen und vielleicht hat auch Fernsehen schon seinen Peak erreicht. Ja? Vielleicht ist auch Fernsehen sozusagen schon am Ende der Entwicklung.
Und deshalb muss man auch sagen, umgekehrt, die Nutzer sind da auch beweglicher geworden. Diese Kohortentheorie, die trägt nicht mehr. Und deshalb muss man eben sagen, alles ist im Fluss und alles wandert offensichtlich ins Internet oder ins mobile Internet vor allen Dingen. Und deshalb schließe ich mit einem schönen Wunsch auf einem personalisierten Internet, Radio Last FM. Ja. Es kann eben nicht alles so bleiben und es soll alles nicht so sein. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich bitte den Überzug zu entschuldigen. Dankeschön.